Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich habe heute hohen Besuch hier im Hause Kellate und zwar David Bost. Vielleicht ist er euch bekannt, dem einen oder anderen viel zu sehen auf Motorrädern. Motorräder. Aber auch ab und zu mal mit sportlichen Autos. Ja, mal hier, mal dort. Zweirad-affin, Auto-affin. Man könnte sagen, egal ob Motor oder Motor, ich fahr's. Ja, sehr gut. David wird auch hoffentlich bald mich mal in Sachen Motorräder noch ein bisschen beraten, weil da kommt ja eventuell bald was bei mir in die Garage. Heute sind wir aber nicht hier, um über Motorräder zu sprechen. David wird heute meinen Porsche GT3 RS fahren. Das seht ihr auf seinem Kanal. Und ich merke schon, du bist schon ein bisschen, stimmst dich schon mal warm. Und ich darf heute deinen, was ist das eigentlich, Lotus? Ein Lotus Exige Sport 350. Die meisten wissen ja gar nicht, was Lotus ist. Das hier ist ein 350er Modell, also quasi der Einsteiger Exige. Da würde ich sagen, bevor du jetzt weiter über dein Auto redest, gehen wir jetzt erstmal zu deinem Auto, damit wir überhaupt mal sehen, worum es sich da handelt. Gute Wagen hier. Du siehst ja erstaunlich groß neben diesem Wagen aus. Ist ja echt lustig. Aber der Wagen ist auch wirklich flach, muss man dazu sagen. Ja, ne? Also der ist wirklich flach. Er ist schmal, er ist klein. Also dass ich da reinpasse, ist eigentlich ein Wunder. So viele fragen mich immer, wie ich denn da reinkomme. Ich muss echt so weit weggehen, weil du halt so groß bist. Ich krieg dich in das Auto nicht hinein. Ich setz dich einfach so drauf. Ist so besser? Ja, setz dich einfach so, genau. Okay, ja, hallo, mein Name ist David. Der ist ein Lotus Exige in der Tat, Baujahr 2019. Sport 350 Variante, 350 steht für 350 PS, hat 3,5 Liter Hubraum, 6 Zylinder, Kompressor aufgeladen, 1100 Kilogramm, also das sind so die wichtigsten Daten, ziemlich nice. Keine Servolenkung, kein Komfort, super laut, wenn man auf der Autobahn damit fährt, also wirklich geisteskrank. Ist halt eigentlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, so von der Fahrdynamik her, wie so ein überdimensionales Kart. Also wirklich, genauso fährt sich das Teil mit einer offenen Schaltkulisse, 6-Gang-H-Schaltung, macht einfach nur Freude. Also ist halt Handbuild. Du hast hier auf der anderen Seite, das kann ich mal zeigen, hier steht Handbuild in England bei und dann hast du eben denjenigen, der das Auto hier zusammengeschraubt hat. Okay. Und was halt geil ist, weil das Fahrzeug in Kleinserie zugelassen wird. Also es gibt in der Tat nicht so viele. Wie viele jetzt genau, weiß ich gar nicht, aber es ist eine Kleinserie. Und dadurch hast du halt viele Sachen, die eigentlich müssen, wie zum Beispiel Seitenairbag, SIM-Karte etc., sind bei dem Auto einfach nicht vorhanden. Und dadurch wird es halt noch mal viel, viel leichter. Und was kostet so ein Wagen? Neubruttolistenpreis? 70.000 ungefähr. Also man denkt immer so, wenn man den sieht, so, boah, der kostet bestimmt, keine Ahnung, 100.000 aufwärts oder so, ne, weil er so eine spezielle Form hat, ist er jetzt nicht das übliche Daily-Auto oder der übliche Sportwagen. Aber in der Tat, das Modell Sport 350 kriegst du für 70.000. Und wie gesagt, mehr für dein Geld kriegst du eigentlich nicht an Rennwagen, an Sportwagen, finde ich persönlich. Mit der Folierung sieht er einfach nochmal richtig geil aus. Du hast ja alle deine Fahrzeuge, auch deine Motorräder und deinen Transporter sogar, alle so in den gleichen Farben foliert. Das finde ich ja auch mega. Und wenn wir mal hier schauen, hier oben drauf, finde ich auch cool, hast du sogar Hoodies von, ne? Ja, genau, richtig. Mit dem Logo drauf. Das Original hat er eben hier so ein Schwarz-Metallic-Farbton, ist auch ganz schön, aber ist halt so standardmäßig. Deswegen wollte ich halt was so ein bisschen in meiner CI ist. Ja. Plus, was noch nachträglich kam, ist hier einmal der Carbon-Seitenschweller. Original ist da gar keiner dran, was mich immer total gestört hat, weil du siehst hier, die Karosserie geht hier relativ weit rein. Nochmal eine Carbon-Frittentheke. Ja, standardmäßig hat der Lotus, also zumindest die 350er-Variante, ist echtes Carbon. Hat er so einen gebogenen Spoiler. Also der geht so rund wie so eine Banane, die hier quasi einmal quer hingelegt ist. Ja. Und ist auch viel, viel schmaler. Fand ich persönlich auch nicht passend, weil das Auto sieht halt schon relativ brutal aus. Und deswegen muss da auch ein brutaler Spoiler drauf. Ja, ist halt einfach schön. Du stehst dann hier immer so und dann hast du deine Pommes dran, weißt du? Und dann snackst du so dann hier einen Kollege dabei. Das ist wirklich die perfekte Höhe. Guck mal hier, ne? Ja. Ist bequem. Ja, für mich wäre das die perfekte Höhe. Ja, ist das genehm? Genehm. Also wir könnten ja rein theoretisch mal eine Pommes holen oder irgendwas anderes. Ja, ein bisschen noch was zu trinken dabei und dann können wir eigentlich Schluss machen mit dem Video. Ja. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Nee, ich will natürlich fahren, ich will natürlich gucken, was kann so ein Lotus, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nie Lotus vorher gefahren. Noch nie? Das ist jetzt mein allererstes Mal. Ich habe einige Freunde, die Lotus. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Also ich bin selber Lotus-Fahrer, aber
Ich weiß nicht, wie die Mehrzahl von Lotus ist. Ich kenne viele, die auch einen Lotus fahren, so. Und die haben alle das Gleiche gesagt. Die sagen alle, es ist halt wirklich das Track-Tool schlechthin für verhältnismäßig wenig Geld. Und das möchte ich jetzt natürlich mal testen. Aber ich würde sagen, zuallererst gibt es erstmal einen Soundcheck. Ja, gerne. Umdrehungen. Jetzt mal auf, geh nochmal nach hinten und gebe ich nochmal einmal richtig. Bereit? Ja. Und ich dachte schon, mein C63 wäre laut, aber ich glaube, damit topfst du nochmal alles. Ja, maybe. So eingetragene Dezibel überschreitet das aber schon, ne? Also wir sprechen einfach ja, nicht drüber. Begrenzer ja, definitiv. Man sitzt ja schon recht tief da drin, ne? Ja, und das musst du jetzt auch beweisen. Und zwar, hier steht's drauf, start your engine. Jetzt gibt's nochmal den schönen Schlüssel hier. Mhm. Also dann filme ich dich jetzt mal. Das müssen wir aber noch kurz zeigen. Es ist auf jeden Fall kein Frauenauto. Warum? Warum? Man muss die Tür öffnen, hier. Man muss hier reindrücken. Zwar sehr weit reindrücken. Sehr weit. Und wenn man jetzt ein bisschen längere Fingernägel hat, so wie ich. Ah, jetzt klappt's. Das war aber mehr Glück als können. Das war jetzt der fünfte Versuch. Also ich kam vorhin hier nicht rein. Jetzt geht's. Du hast die jetzt ein bisschen vorgelockert. Genau. Also nur für dich. Fingernägelfreundlich ist das Auto nicht unbedingt. Aber ich schwinge mich jetzt erstmal hier so rein. Oh Gott, ich um meinen Rücken, ey. Oh, Bandscheibenvorfall ist grüßen. Ich dachte schon, mein Porsche wäre tief. Du kannst den Sitz auch noch ein bisschen verstellen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus, wie du gerade drin sitzt. Also erstmal, man sitzt ja hier wirklich wie auf dem Boden, sehr tief. Mhm. Schmale Rundumsicht hier, also wirklich schmale Fenster. Die Pedalen, sieht natürlich hier echt alles super einfach aus, ne? Was hast denn da? Schickes Kleben hier. Das wurde von meinem Folierer dran gemacht. Ja, schön die Brüste hier im Fußraum. Die Brüste hier im Fußraum. Ich glaube, es gibt ein Problem. Wieso? Ich komme fast gar nicht an die Pedale. Naja, aber du kommst dran, oder? Bist du ganz vorne? Ja, ich bin ganz vorne. Also es ist schon, und es ist ein Handschalter. Genau, offene Schaltkulisse, wie du hier siehst. Alter, aber auch krass, ne? Das ist ja wirklich super einfach. Also hier ist ja nicht mal eine Verkleidung um den, hier ist ja nicht mal ein Schaltsack, gar nichts. Ne, wie beim Pagani Sonder. Krass, hier kannst du einen Motor sehen, das erinnert mich so ein bisschen an Lamborghini, die Sicht nach hinten. Gefällt dir, Sophia, ja? Skala 1 bis 10, glatte 12. Hm? Wo kann man denn das Lenkrad ein bisschen tiefer stellen? Gar nicht, das ist fest, es ist starr. Jetzt verstehe ich auch, warum 70.000 Euro. Ja. Nochmal weiter. Ja, jetzt geht die Zündung an. So, an dem Motor könntest du jetzt starten, indem du die Kupplung trittst und dann den... Ah! Ja, würde ich sagen, fahren wir los, ne? Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Rückfahrkamera haben wir natürlich nicht. Nee. Keine Servolenkung, ne? Ich muss sagen, bin gerade beeindruckt, dass du losgefahren bist, ohne das Auto abzuwürgen. Ich dachte eigentlich, dass es dir ein bisschen schwerfällt. Also nicht, dass ich jetzt an deinen Fahrkünsten zweifle, aber das ist ja schon nochmal was anderes. Okay. Also es ist schon für mich schwierig, weil... Ja, ich müsste noch ein paar Zentimeter weiter vorn sitzen. Wie viele Gänge hat der? Sechs, ja. Sechs Gänge, ja. Und Getriebe ist auch nicht das Schnellste. Ich müsste noch ein paar Zentimeter weiter vorn sitzen. Für mich muss halt extrem das Bein durchstrecken, um die Kupplung zu treten. Das finde ich verrückt. Also, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber du bist ja jetzt maximal vorne. Ja. Und wenn deine Beine, in Anführungszeichen, noch kürzer jetzt wären, dann könntest du das Auto nicht mehr fahren. Ja. Also, es würde einfach nicht gehen, weil du würdest ja die Pedale nicht kommen, was crazy ist. Naja, da gibt es halt Sitzeinlagen. Das haben Rennfahrer ja auch in ihren Rennen. Autos, wo die auch die Sitze nicht großartig einstellen können, dann müsstest du dir so eine Sitzeinlage als kleine Person hier reinlegen. Hatte ich früher übrigens in meinem alten GT3 RS, weil der Sitz, ich hatte die Klappschalensitze, ja, und der Sitz war nicht höhenverstellbar und der war für mich immer zu tief. Dann habe ich mir auch immer so eine Schaumstoffeinlage reingelegt, wie so ein Kindersitz, dass ich über den Lenker schauen konnte. No joke. Finde ich irgendwie sympathisch. Ich starte das Video und ja, jetzt erstmal meine Sitzpölsterchen hier reinlegen. Jetzt so vom ersten Eindruck her, wie würdest du das Fahrgefühl beschreiben? Also
Also, wie gesagt, man merkt, dass der keine Servo hat. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich bin mit Autos aufgewachsen, die keine Servo hatten. Das war ja früher normal. Umso direkter finde ich das Lenkverhalten. Ist geil, oder? Auch ja, wenn eine Bodenwelle kommt, jetzt guck mal, zack, zack. Du merkst das direkt. Also die Vibration überträgt sich halt so ungefiltert an das Lenkrad. Und dieses tiefe Sitzen finde ich halt geil. Ne? Du hast wirklich das Gefühl, du sitzt in einem Kart. Man fühlt sich halt sicher hier drin. Also ich würde mich jetzt sehr sicher fühlen, um hier schnell durch Kurve zu fahren oder ja, wie auch immer. Ich fühle mich auch sehr sicher hier auf dem Beifahrersitz. Absolut. Schön, dass du dich sicher fühlst, Sophia. Alles okay. Das passt schon. Ja, woran ich mich natürlich jetzt auch noch gewöhnen muss, ist der analoge Tacho. Weil auch da habe ich mich einfach schon so an dieses ganze Digitale gewöhnt. So muss ich sagen, bin ich. Oh Gott. So komisch, Beifahrer zu sein. Ja, ach du Scheiße. Oh Gott. Du kannst das alles, ne Sophia? Ich vertraue dir hier. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Wenn du magst, kannst du mal auf Sport stellen. Drück mal auf Sport, gehalten, bis es rot blinkt. Ist die Gasannahme ein bisschen zackiger, merkst du auch direkt. Also das sind drei Modi, einmal Sport, Race und dann noch so Secret Race. Dann ist wirklich alles aus. Also wirklich alles, alles. Boah, der geht echt gut in den Kurven. Das ist schon krass. Ja, ne? Das ist halt Leichtgewicht. 1100 Kilogramm ist eine Ansage, da kann also fast nichts mithalten. Hey, klingt schon geil. Ist schon, also ich kann schon verstehen, was du daran findest. Das ist halt ein ehrlicher Sound. Bei vielen Fahrzeugen kannst du ja heutzutage, dass es programmiert ist, ob das jetzt ein Knallen ist, während du schaltest oder so ein Frenzel, wenn du vom Gas runtergehst. Und hier ist es halt wirklich 100%, einfach weil der Motor das macht. Also der Motor klingt so, weil er so klingt. Weil das Mapping da drauf, ja, es ist halt, es ist geil, das hast du heutzutage nicht mehr so. Ja. Das ist einfach ein Fact. Okay, also jetzt fahren wir auf die Autobahn. Ich mache mal das Fenster rauf und ja. Ich habe das leichte Gefühl, dass du etwas nervös bist. Ja, schalt mal runter in den dritten und dann knall mal voll durch. Ja, ja, lad durch. Ja, weiter, weiter, weiter. Alter! Mega direkt, also man kriegt halt direktes Feedback von der Straße. Ich finde die Bremse sehr gut, also ist wirklich ähnlich zum Porsche. Wirklich? Ja, weil viele, die so eine sportlichere Bremse nicht so kennen, die denken, dass die zu weich ist, was aber nicht stimmt. Du hast halt, du kannst die Bremse besser dosieren. Wenn du zum Beispiel bei einem AMG so jetzt Bremse treten und das würdest du fast eine Vollbremsung machen, weil die Bremse viel zu direkt ist. Die spricht direkt an und hier kannst du die halt perfekt dosieren, was natürlich auch wiederum viel besser für die Rennstrecke ist. Ja, ja, so gefällt mir das. Ja, und weiter geht's, weiter geht's. Alles rappelt und klappert. Weiter, komm, weiter, weiter, weiter. Du merkst, wie es anfängt zu rappeln, ne? Es ist unfassbar. Ja. Ja, jetzt komm, push, 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 push. Der Wind ist halt auch so laut. Ich denke mal hier, das Fenster ist ein Stück weit offen. Ja. Nehmen wir bis der Schaltblitz drei Striche anzeigt. Weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt. Ja. Das war maximale Drehzahl. Ja, einfach nur geil. Also ich würde echt gerne mal den auf der Strecke fahren. Einfach um zu gucken, wie auch dieses ganze Kurvenverhalten und so ist. Aber ich muss sagen, vom Fahrverhalten, ich sage immer, ein kleiner Baby-Porsche, also vom Fahrverhalten wirklich ähnlich, weil dieses Direkte mit dem Lenkrad finde ich gar nicht so schlimm, wie du sagst, weil das im Porsche halt ähnlich ist, wirst du gleich feststellen. Da musst du halt auch das Lenkrad richtig festhalten. Diese Soundkulisse dabei ist halt auch einfach krass. Mega. Unglaublich. Ja, ja, ist normal. So, jetzt sind wir bei 2,50. Krass. Ein Soundtunnel.
für Reifen drauf? Pilot Sport 4. Aber nur die normalen, nicht die S. Das einzige Manko an dem Auto hier ist in der Tat, dass du nur einen 35-Liter-Tank hast. Oh. Das heißt ungefähr, selbst wenn du jetzt nicht die ganze Zeit ballerst, musst du nach 250 Kilometern tanken. Oh, und das ist natürlich ärgerlich. Also ich kam nicht ohne Tankstopp zu euch, obwohl es ja in der Rückseite nur etwas über 400 Kilometer sind. Also ein 50-Liter-Tank wäre okay, aber 35 ist halt wirklich so, aua. Ja gut, das ist halt wirklich ein Auto für die Rennstrecke, ne? Da ist natürlich, je weniger Tankinhalt du hast, desto leichter ist das Auto. Du bist ja damit letztens sogar bis nach Österreich gefahren. Wie oft bist du von Hamburg aus? Wie viele Kilometer waren es? 1100. Okay. Ich glaube 1100 Kilometer. Und ich meine, wenn ich mich recht entsinne, waren es 5 Tankstops, die wir da wirklich... Also war so ein Running Gag. Auf der Tour, es war ein Running Gag so, achso, wir müssen wieder tanken. Und das ganze Video vom Trip dorthin war eigentlich nur... Wir sind an der Tankstelle, da war irgendein Schuss, so wie man das eben an der Tankstelle macht, wenn man auf dem Trip ist. Steigen ins Auto, Vollgas Autobahn, Tankstelle, da war irgendein Schuss, Vollgas Autobahn, Tankstelle die ganze Zeit. Ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich lange Strecken fahre, ich fahre gerne so gut es geht durch. Und ich fahre wirklich bis auf letzte Rille, bis da steht Reichweite 000, bis ich tanken fahre. Das ist aber sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wie seid ihr da? Seid ihr auch so oder sagt ihr, nee, ich tanke lieber schon, sobald die Reserve blinkt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das ist ja jetzt hier wirklich überhaupt kein Schnickschnack. Hier ist ja nicht mal ein Display oder sowas, ne? So, 2018 hast du gesagt, das ist das Auto. 2019. Also, findest du ja gar kein 2019er Auto mehr, wo wirklich nichts mehr digital, also nichts digital ist. Vor allem nicht so ein Radio. Also, das ist halt, das sieht halt aus wie, wir jetzt keinem zu nahe treten, aber wie aus dem VW Golf. Baujahr 2005, hat dann aber das Originale ausgebaut, dann hat man so von Saturn oder Mediamarkt hat man sich so eins geholt. So welches nehme ich? Ja, das hat gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, geil, das leuchtet blau, nice. Oh, das kann man sogar noch einstellen, ja, blau oder rot, okay, cool. Ja, dann das nehme ich. Und du hattest sogar ein farblich einstellbares. Meins hat nur blau geleuchtet. Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, ich konnte zwischen blau und rot wechseln in der Tat. Aber das hier leuchtet nur blau. Ja, es auch bei diesem hier, ne? Ja. Aber ich bin froh, dass es Bluetooth hat. Auf jeden Fall. Mega. Gut gemacht. Danke. Wirklich. Ich bin jetzt so ein bisschen durchgeschwitzt, ganz schön warm. Mega geiles Teil. Also hätte ich, wie gesagt, nicht erwartet, dass der doch, habe ich erwartet. Aber jetzt hat es mich nur noch mal bestätigt eigentlich, dass er so krass abgeht. Ist für mich ein kleiner Porsche-Bruder, würde ich sagen. Das ist ein schönes Kompliment. Danke. Ich würde sagen, jetzt bist du dran mit dem GT3 RS. Seht ihr dann auf Davids Kanal. Also mal rüberschauen. Ein bisschen aufgeregt. Und ach, brauchst du nicht. Ich bin aufgeregt. Warum? Ja, weil ich ja jetzt als Beifahrer neben dir sitzen muss. Ja, aber ich mache doch einen vertrauenserweckenden Eindruck, oder? Liebe Leute, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vergesst nicht, Davids Kanal zu abonnieren. Ist schließlich kostenlos. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Vergesst nicht, meine ganzen anderen Social-Media-Accounts und auch seine zu checken. Und vergesst auch nicht, in meinem Merch-Store vorbeizuschauen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Ciao.